Vierte Runde wird angezeigt. Ich glaube, je länger der Kampf geht, desto mehr spielt es in die Karten von Felix Langberg. Bruder. So, vierte Runde. Beide sympathische Kerle. Links, rechts, links, rechts. Deckung bleibt unten. Er stoppt alles mit seinem Kopf. Aber ich denke mal, ihm geht es so wie dem Tintor. Langsam mal sicher die Puste aus. Da wieder schön die linke drin. Kombination. Man kann natürlich eine Zeit lang alles einstecken. Aber irgendwann ist er vorbei. Jetzt mal Wirb und weich geschlagen, jetzt auch wieder ohne Deckung wieder da. Lässt die linke hängen und da kommt natürlich dieser rechte Cross von Langberg wunderbar drüber gezwirbelt. Aufwärts sagen, da bringt es alles, was er so auf der Pfanne hat. Und die Körpertreffer tun natürlich jetzt auch weh. Da, das musst du sehen. Also von Lariol kommt nicht mehr viel. Und der hat ja noch zwei Runden vor sich. Aktion! Jeff wieder. Gefällt mir sehr gut, wie der Langberg das hier bewerkstelligt. Ja, der hat Probleme, seine Fäuste hochzukriegen, Lariol. Das tut natürlich im Schwergewicht richtig weh.